Zwischen 16 und 21 Jahre alt sind die blutjungen Musiker von Genesis Collapse. Die Metalcore-Band aus Kufstein formte sich im Jahr 2020 und schrieb bereits nach kurzer Zeit ihre eigenen Songs. Danach folgten die ersten Live-Auftritte sowie der Videodreh für den Song Wicked Minds. Wir besuchten die Jungs in ihrem Studio und sammelten davor auf Instagram allerlei Fans. Ich habe noch nie eine Mutprobe mitgemacht. Lass mir die aus. Das macht dich glücklich. Das klingt jetzt wieder so gestört, aber nein, ehrlich gesagt nicht. Ich finde das einfach super, wenn man einfach jeden Sonntag da sitzt, stundenlang Song schreibt und Sachen macht für die Band und dann halt bei den Auftritten wieder Leute sieht, die da einfach Spaß haben und denen das gefällt, und das finde ich sehr cool. Wie wirst du kreativ? Also am kreativsten bin ich entweder, wenn wir da zusammen sitzen am Sonntag und einfach ein bisschen spielen fangen und dann schreibt wer was Cooles, das gefällt jedem, und dann kommen wir in den Flow. Da wäre ich sehr kreativ persönlich, aber auch zu Hause. Also meistens sind die Tage für mich, wo ich mir denke, ach, heute habe ich gar nichts Musikalisches im Kopf, an der Tag schreibe ich die Sachen, die was mir dann auch am besten gefallen. Was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast? Ich weiß jetzt nicht, von wem der war, aber nein, ich glaube, das war von meinem Basslehrer, bei dem ich immer noch bin. Hat er gesagt, ich habe echt Potenzial, ich sollte weitermachen. Und er hat mich eigentlich sozusagen dazu gebracht, dass ich jetzt da sitzen kann. Ich habe noch nie gelacht, wenn ein Kind hingefallen ist. doch schon, wir sind eher auch nicht so wirklich die Kinderfans. Findet sich auch in einigen Lyrics von uns wieder. Das hat ein bisschen was mit unseren Geschwistern zu tun, aber pssst. Was steht in Zukunft musikalisch an? Sehr vieles. Wir haben, also von Songs und angefangene Songs haben wir sicher jetzt schon zwei Alben fertig geschrieben, ja, ungefähr. Mehr vermutlich, aber wir sind gerade dabei, das alles aufzuarbeiten, die besten auszusuchen und dann halt mal eine wirklich gescheite 5-6 Song-EP oder vielleicht ein Album zu bringen. Wie gehst du mit Auftrittsangst um? Das ist perfekt für dich. Gar nicht. Ich fliege einfach halb um. Wie zum Beispiel Rockhaus, also unser erster Auftritt, gleich vor einem riesen Publikum, sicher 300 Leute mit Heaven Shall Burn, volles Rockhaus. Ja, und auf jeden Fall, wir haben halt als Vorband gespielt, als erste Band, und ja, kurz vor der Show, eine Stunde vor der Show, habe ich so eine Bühnenangst gekriegt, ich habe nichts mehr euch gekriegt, ich habe gezittert, fast nicht mehr Gitarre gespielt, aber dann haben sie mich schon wieder da beruhigt und dann war es ein ziemlich geiler Auftritt. Machst auch du Musik in einer Band oder als Solokünstler und möchtest, dass sich das Team von Kufstein TV besucht? Dann melde dich bei uns. Es gibt keine Grenzen, was Stilrichtungen und Genres betrifft.